Hallo liebe Zuschauer, heute habe ich für euch einen Medion Fernseher MD31358 und da zeige ich euch, wie man die Sender verstellt. Da geht ihr einfach auf die OK-Taste, wenn ihr schon einen Suchlauf gestartet habt. Ja, dann geht ihr einfach mit der Pfeiltaste nach rechts, beziehungsweise erstmal den gewünschten Programmplatz auswählen. Ja, ich nehme jetzt MDR Sachsen-Anhalt, gehe oben mit der Pfeiltaste nach rechts auf Bearbeiten. Ja, also mit der Pfeiltaste nach rechts auf Bearbeiten, dann auf OK. Dann gehe ich einmal runter auf Verschieben, drücke nochmal auf die OK-Taste und gebe jetzt die neue Nummer ein. Ich gebe jetzt mal die 33 ein. So, 3, 3, ihr seht das und drücke anschließend einfach die OK-Taste. Dann fragt der Kanal existiert bereits, verschieben ja, also wieder die OK-Taste. Und dann ist der MDR auf 33. Das könnt ihr mit jedem anderen Sender auch machen. Ja, zum Beispiel Lilo TV, okay. Dann geht ihr mit der Pfeiltaste runter auf verschieben, okay. Dann gebt ihr die neue Nummer ein. Gebt mal hier ein die 34 als Beispiel. Drücke dann die OK-Taste, dann fragt er nochmal, Kanal bereits existiert bereits, verschieben, dann einfach nochmal die OK-Taste, ja, und dann haben wir den auf 34. Ja, und das könnt ihr, wie gesagt, mit jedem anderen Sender auch machen. Ihr könnt natürlich auch löschen, wenn ihr jetzt OK sagt, löschen, umbenennen, also den Sendernamen, ja, zu Favoriten hinzufügen, markieren oder aufheben. Ja, das wäre es über den Fernseher. So einfach ist das. Wie gesagt, einfach Menü aufrufen mit OK. Dann habt ihr die Tabelle. Dann den Programmplatz aussuchen, den ihr verschieben möchtet. Dann einmal, wenn ihr den habt, QVC2. Einfach einmal nach rechts gehen. Auf Bearbeiten. OK drücken. Dann nochmal Pfeiltaste runter verschieben, dann nochmal auf OK drücken, dann neuen Programmplatz eingeben, als Beispiel 45, hier per Zahlentastatur, dann nochmal auf OK drücken und dann ist er auf 45. Ja, das wär's von mir über diesen Fernseher. Bis bald, tschüss.